Wir reden in Deutschland sehr viel über die Vermeidung von CO2. Das ist auch richtig und das will ich nicht relativieren. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt, um die Erderwärmung zu begrenzen. Und das ist die Speicherung, die Zurückgewinnung von CO2, das einmal ausgestoßen worden ist. In Malaysia habe ich mir ein Projekt zur Aufforstung von Regenwald angesehen. Das geht. Man kann Regenwald als natürlichen CO2-Speicher aufforsten. Daraus kann man auch wieder Holz entnehmen. Dann können neue Bäume nachwachsen und man kann noch mehr CO2 speichern. Wir sollten über solche Ansätze nicht nur bei uns national, sondern auch international stärker nachdenken. In Deutschland soll alles immer verteuert werden, hier soll Geld ausgegeben werden, da soll noch etwas perfektioniert werden. Mit den Geldern, die wir für Klimaschutz aufwenden, wir könnten an anderer Stelle auf der Welt möglicherweise viel mehr Tonnen CO2 speichern, mehr CO2-Ausstoß auch vermeiden als bei uns. Und deshalb brauchen globale Probleme auch globale Lösungen.